Hi Leute und willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar What? Oh, nice. Yes. Guilty, I ate Nutella. Ich dachte, ich vlog heute einfach und da. Wow, okay. Also, ich wollte heute einfach mal ein bisschen vloggen, also die ganze Woche ein bisschen durch. Es wird so ein Weekly Vlog und ja, es ist Montag. Ich habe gerade gegessen, wie man es an meiner Lippe ganz schwer erkennen konnte. Ich hatte aber Mozzarella mit Tomate und ein Schnitzel und Nutella-Toast als Nachtisch. War geil. War amazing. Ja, ich räume jetzt ein bisschen mein Zimmer auf, so wie jeden Tag. Und dann pflanze ich mich nochmal ins Bett, bevor ich dann zum Gesangsunterricht heute noch gehe. Und heute Abend muss ich nochmal zum Arzt, weil mein Knie wieder angefangen hat weh zu tun und amazing. Meine Stimme ist ganz anders wie letzte Woche. Ja, total. Und fällt eingekratzt. Ja. Von der Erkältung. No! So, ich bin jetzt fertig mit Gesangsunterricht und ich war auch jetzt beim Arzt. Wir haben jetzt 6:45 ungefähr. Und der Arzt meinte, dass solange nichts wehtut, man nichts unternehmen muss und so. Deswegen mache ich jetzt einfach weiter wie immer. Ich höre auf zu knien und nichts, was mein Knie strapaziert halt. Und ich weiß jetzt, glaube ich, auch, woher meine Verletzung kam. Also ich habe damals in Malaysia so eine Übung gemacht. Da habe ich so gekniet. Also das ist wie, wenn ihr mit eurem Hintern auf den Fersen seid. Und da hatte ich Gewichte hier halt drauf. Und dann bin ich halt immer so hoch und runter. Und daher kommt wahrscheinlich dann die Verletzung, weil das halt nicht so eine nice Übung ist. Also ich glaube, dass es davon kommt. Und ja. Von Daniel Wellington bekommen. Und zwar das hier. Da ist eine Uhr drin und ein Armband. Und schaut mal auf meinem Instagram, da habe ich bestimmt schon ein Bild davon gepostet und es ist einfach wirklich so schön. Warte, ich zeige es euch jetzt einfach schnell. Gebt euch bitte, wie schön es aussieht. Auch hier der Karton, der ist eine richtig gute Qualität. Und hier ist einmal halt dieses kleine Set mit dieser kleinen Uhr. Das ist so einem Rose Gold. Und hier dieses Armband. Das finde ich auch mega süß. Und ich habe sogar einen Code, also ist das Video ist nicht gesponsert oder sonst irgendwas, aber mit dem Code, den ihr hier auf dem Screen seht, bekommt ihr 15% Rabatt. Also falls ihr euch sowas zu Weihnachten wünscht, gibt's eurer Mom, sagt, dass sie es kaufen soll. Oder falls ihr das einer Freundin schenken wollt oder du deiner Freundin oder deinem Freund oder whatever. Das kommt dann halt auch noch so mega süß in so einer Verpackung. Sieht halt einfach richtig süß aus. Ich mache mir jetzt so Mini-Reibekuchen. Ich habe gestern schon ein paar gegessen. Jetzt mache ich die letzten zwei rein. Jo, und dann fange ich mit Abi-Vorbereitung an. Sometimes it's hard to tell us all. You may not be in the mood to learn what you think you know. There are times when I find you wanna keep yourself from me. When I don't have the strength, I'm just a mirror of what I see.
gleich beim Döner an. Aber Mama, wir müssen einfach die ganze Zeit. Ich hab dir gesagt, ich werde wieder einfach ein bisschen zu lange, sobald der nur guten Tag sagt. Ich will nur essen. Wir versuchen jetzt schon die ganze Zeit den Döner anzurufen, aber jedes Mal, wenn der Hallo sagt, das verstehst du einfach. Nein, ich kann das nicht aussprechen. Ich krieg immer einen fucking Lachanfall, wenn ich da... Ruf mal Tim an und sag, der soll für uns bestellen. Nein. Nein. Bestell du jetzt einfach. Nein. Oh, treff mich nicht. Das heißt Dürrem-Döner oder wie auch immer. Ja, und? Ich spreche auch voll Deutsch aus. Ist doch egal. Okay, nee, so Bock hab ich jetzt auch nicht. Warum ist jetzt? Ich bin übrigens wieder disabled. Nein, Caro, das ist jetzt erstmal wichtiger. Deinetwegen können wir jetzt nicht Heidi und Paul essen. Deinetwegen, du fängst die ganze Zeit an zu lachen. Ja, ich, ja, aber so, doch nicht ja, bei Heidi und Paul, du warst. Ich würde halt hart hinlaufen, nur weil du kein, nein, nur weil du keine Lust hast, da hinzulaufen. Und, und, ja, was wollte ich sagen? Genau. Und jetzt willst du nicht mehr beim Döner anrufen. Hä? Also erstmal... Let me tell you. Erstmal, ja, hab ich sogar für dich noch gewählt. Was? Und ich hab von Anfang an gesagt, dass ich nicht anrufen will. Du hast mich zum Lachen gebracht. Ich? Und dann geht der... Dann geht der ran. Das was war der. Dann geht der ran. Dann geht, nein, hör doch auf. Dann geht der ran, ne? Und dann, ja. Und dann lache ich und du auch. Und ich bin so, hallo, hier ist Caro. Ich würde bitte gerne einmal, und dann kann ich nicht mehr vorlachen. Der ist so, stille, stille. Ich bin so, ja, okay, bitte. Also ich weiß, warte, ich weiß nicht. Ich mein's gerade wirklich ernst. Ich wollte sagen, ich will kein Prank-Call machen. Ich war so, ich mein's gerade wirklich ernst. Ich kann uns dann einfach nicht mehr vorlachen. Und dann legt er einfach auf. Der? Ja, okay, jetzt geh ran. Dürrem-Döner. Hallo? Hallo? Hallo, wir würden gern Döner bestellen. Ja, bitte. Also einmal ein... Was für ein? Dürrem-Döner. Ein Dürrem-Döner, ja? Ja, mit allem? Ja, und Joghurtsoße bitte. Also mit Joghurt, ja. Und einmal eine Pommes mit Ketchup und Mayo bitte. Ganz viel. Und so zwei Packungen Mayo ungefähr. Zwei beide? Ja. Viel Mayo bitte. Wie bitte? Doppel Mayo. Dreimal Mayo. Dreimal Mayo und dreimal Ketchup. Ja, danke. Tschüss. Danke, tschüss. Komm. War das jetzt so schwer? Voll nett, dass sie zurückgerufen haben. Ich dachte ich auch. Ich, hä, hast du bei meinem beim Netflix? Ich bin nicht bei dir auf Spotify. Ist auch wirklich. Oh, nein, lass Riverdale die neuen Folgen schauen. Ja, okay. Okay, geil. Also, wir schauen jetzt. Sieht das ranzig aus. Das sieht nicht aus wie ein fester Döner. Ach, ist lecker. Riverdale. Chill. Schauen jetzt Riverdale und haben Döner bzw. Pommes. Anfangen würde, sagen wir, hi, ich bin's, wie schnell. Hi! So Leute, wir sind jetzt, hallo, Focus. Wir waren so vertieft. Nein, ich meine wegen dem Ring. Achso, ja. Wir müssen weiter geradeaus. Müssen wir nicht noch machen? Nein, nur geradeaus. Nein, alles gut. Ich esse Nutella zu Hause oder so. Außerdem ein paar Kilo sind ja schaden wir auch Ding geht. Ins Waffenhaus. Wo ist denn das? Das ist bei Gatsby der Straße.
mal, okay? Ja. Okay, also jedenfalls, Cheyenne und ich waren verabredet und jetzt fahren wir gleich einfach mit der Bahn nach Hause und ich habe einfach vergessen zu vloggen, weil wir so viel zu bequatschen hatten. Yes. Guten Morgen, Leute. Ja, meine Stimme ist echt am Arsch. Ich versuche jetzt alles, um wieder gesund zu werden. Und ich sehe noch kranker aus, weil mein Hals dunkel ist und mein Gesicht weiß. Oh, geiler Fake-Tan. ja. Ich habe ja noch 2 Stunden, aber ich überlege, ob ich einfach nicht gehe. Ich bin noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil meine Nase ist ja auch echt zu. Ob ich einfach zum Arzt gehe, ich muss sowieso mich nochmal auf Vitamin D-Mangel testen lassen. Und dann, ob ich in die Apotheke gehe und dann mal so einen Großeinkauf mache. Ja, und ich google jetzt mal ein bisschen, was man gegen Schnupfen, Erkältung macht und was da so für Medizin gibt. Und hoffentlich wirkt es. Und ich muss eigentlich heute noch ein Instagram-Bild machen, weil es so schönes Wetter. Aber irgendwie ist hier keiner, der ein Bild von mir machen kann. So, Leute, ich gehe jetzt zum ersten Mal, wie heißt das jetzt nochmal, das Tanzen? Lateintanzen. Lateintanzen. Standard, Leute. Wie? Standard. Kann man da filmen? Nee, ne? Nee, ich weiß nicht, probier's auch. Ach, Leute. Oh, was mache ich da? Dann filme ich mit dem Handy. So, Leute, ich chill jetzt mit Netflix, mit Eis und Fernsehen. Heute ist ein sehr komischer Tag. Ich fühle mich irgendwie so ein bisschen schlecht gelaunt, aber irgendwie ist nichts. Ich fühle mich einfach nicht so gut. Ich habe eine Bestellung von Pretty Little Thing zu Glück heute. Das heißt zum Glück, das ist vielleicht ein bisschen was mich... bisschen glücklicher macht. Mir geht's auch nicht schlecht, es ist nichts passiert, es ist einfach heute so, ich habe meine Tage bekommen, ich bin einfach so ein bisschen, aber deswegen habe ich jetzt Ben & Jerry's und schaue jetzt Berlin Tag und Nacht und ja, Paul kommt bald, nur so. Oh Leute, mir ist so schlecht. Ich bereue es jedes Mal, dass ich Ben & Jerry's gegessen habe. Dicker, weißt du, wie peinlich das ist? Ich hing da fest. Oh Mann! Du musst gleich mal bei Fake Tan abschwimmen. Oder bist du noch schön? Boah, scheiße, Digga. Das ist echt... Weiß auch nicht. Jedenfalls ist mir schlecht. Oh, was macht ihr denn schon wieder hier? So, Leute, es ist Freitag. Und ich habe heute kein Stück gevloggt, weil es war irgendwie nichts los. Ja. Hallo? Ich war da. Da? Okay, hallo, ich sehe literally disgusting aus. Ja, okay, Sophie, ich habe aufgehört. Danke. Oh Mann! ratet mal, was wir machen heute Abend. Richtig geraten, wir werden Mathe lernen. Nein, es fängt mit F an. Oder mit Eiern auf. Pack da Eier. Hä? Feiern, du Spaß! Aber ich werde heute dort nicht vloggen, weil es werden ein paar Leute kommen. Wir gehen ins Skips. Ja, Sophie hat was dagegen, dass sie gefilmt wird. Dadurch, Leute. Kann Caro heute leider nicht vloggen. Vor den Caro, weißt du, Sophie und ich. Warte, nee, du bist gar nicht ungeschminkt. Aber Sophie ist ein bisschen minimals geschminkt. Ich bin komplett ungeschminkt und du hast Full Face of Glam Make-up drauf. Das finde ich ein bisschen nicht fair so. Ja, und ich habe noch meine Brille auf. Ja, und ich werde morgen dann noch ein bisschen was vloggen. Morgen gehe ich zum Friseur. Kannst du bitte das mit den Apple-Eiern rausnehmen? Ja! Ach nö, ich wurde auch mit Twerken reingeschmissen. Ich kann mir das auch reinschauen. Ich melde mich nach 5 Tagen oder so, gefühlt. Das ganze Wochenende war sehr stressig. Ich habe so Kopfschmerzen oder Migräne oder was auch immer. Ich wollte nichts vloggen, weil ich einfach nicht in der Mood war. Ich habe mich gerade jetzt einfach dazu bewegt, die Kamera rauszuholen. Aber wenn ihr nur wüsstet, was für Bullshit rumgeht. Einfach ein Teenager-Leben, würde ich sagen. Die Dinge, die mir passieren, passieren euch.
Ich weiß nicht, wie dieser Vlog für euch war. Aber es ist mir relativ egal gerade. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich wollte eigentlich mein Jeans-Video heute noch zu Ende drehen, aber ich bin nicht in der Lage dazu. Deswegen glaube ich, werde ich jetzt den Vlog einfach bearbeiten und den dann online stellen. Ich habe so Kopfschmerzen. Ich hoffe, ihr freut euch auf Vlogmas. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie ich das hinkriegen werde, weil ich liege die meiste Zeit in meinem Leben einfach nur in meinem Bett und schaue YouTube-Videos und kriege Kopfschmerzen, weil ich die ganze Zeit nur Fernsehen schaue. Deswegen wird es sehr interessant, wie das werden wird, aber ich gebe mir beste Mühe, so gut wie jeden Tag ein Video online zu stellen, aber seid mir nicht böse, wenn ich es nicht hinkriege, weil I'm just human, I'm literally doing my Abitur. Deswegen. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und wir sehen uns in meinem nächsten Video. Bye.